Im Bodybuilding gibt es dazu allerdings einiges mehr zu beachten und es wird sehr vielschichtig, das Wort. Punktuell schafft es fast jeder einmal zu sagen, jetzt verzichte ich auf die Pizza. Wenn du krank bist, trainier trotzdem, du darfst nichts verlieren. Du bist härter als die Krankheit, du besiegst die Krankheit. Ich gehe trainieren. Krank? Ich gehe trainieren. Urlaub? Ich gehe trainieren. Muskelkater? Ich gehe trainieren. Das ist ziemlich simpel. Klingt erstmal komisch. Da schwitzt jemand, trainiert jemand, geht jemand gerade da durch, was andere, wo andere sich nicht zu ringen können. Und zwei andere sitzen da kopfschütteln und sagen, wie kann man nur so wenig Disziplin haben? Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um das Thema Disziplin im Bodybuilding. Klingt jetzt erstmal nach einem ziemlich strengen Thema, so streng wie das Wort Disziplin nun mal ist, und eigentlich bringt man es auch nicht unbedingt immer nur mit etwas Positivem in Verbindung, sondern mit etwas sehr, ja, Streberhaftem und etwas, was andere Leute einen aufdrücken wollen und wo man sich selbst vielleicht zu etwas verpflichtet, was man gar nicht machen will. Das ist immer so der Kontext, der mitschwingt, denn wenn ich etwas und ich für etwas nicht Disziplin brauche, dann mache ich es einfach gerne und dann erübrigt sich das. Disziplin brauche ich meistens nur, wenn ich es nicht gerne mache. Im Bodybuilding gibt es dazu allerdings einiges mehr zu beachten und es wird sehr vielschichtig, das Wort. Denn meistens wird es verwechselt. Verwechselt mit, du musst durchziehen und du musst lernen, immer zu trainieren. Das ist so der positive Teil, nenne ich es jetzt mal, von Disziplin, sich aufraffen, etwas zu machen. Und das ist meistens so das Eingangskriterium für die meisten, die es zu etwas bringen wollen. Im Sport, im Bodybuilding, das heißt abnehmen, aber auch zunehmen. Sie müssen auf einmal etwas regelmäßig machen. Und gerade beim Bodybuilding ist es nun mal so, man bekommt nicht am nächsten Tag bereits die Lorbeeren eingesammelt, die man sich verdient hat beim Training. Und wenn ihr noch so sehr, sehr gespitzt habt und wenn ihr mal einen ganzen Tag nur trainiert habt, heißt das nicht, dass ihr danach noch mehr Erfolge am nächsten Tag habt. Nein, das geht so nicht, sondern man muss über lange Zeit sich immer wieder motivieren. Und genau dann setzt natürlich noch mehr Disziplin ein, denn punktuell schafft es fast jeder einmal zu sagen, jetzt verzichte ich auf die Pizza, Schokolade. Und dann hoffe ich, dass ich morgen weniger Kalorien verbraucht habe und abnehme und weniger Fett habe. Oder heute ziehe ich mal richtig durch und gehe laufen. Das schaffen die meisten Leute. Aber schaffen sie es dann auch, übermorgen das wieder zu machen? Vielleicht nächste Woche wieder? Oder nach 3, 4 Wochen? Oder nach dem Winter? Oder nach dem Neujahranfang? Da wird es schwierig. Und wenn man dann nach 3 Monaten immer noch nicht so aussieht wie das große Vorbild, der Gotti natürlich, was dann? Was, wenn man nach einem Jahr nicht so aussieht? Und trotzdem jeden Tag etwas tun, jeden Tag auf die Ernährung achten, jeden Tag gucken, wie man trainiert, vielleicht 3, 4 Mal die Woche ins Studio gehen, im Winter, im Hochsommer, da setzt Disziplin meistens ein. Und das ist das Erste, was uns einfällt zum Begriff Disziplin. Du musst durchziehen, du musst hinterher, du musst dranbleiben und auch während des Trainings musst du bereit sein, hinter deine Schmerzgrenze zu gehen und so weiter. Ich muss schwitzen, ja, ich muss laufen, ich muss abnehmen. Und Disziplin natürlich bei Ernährung und Essen. Aber da gibt es eben noch mehr, sagen wir mal, ganz andere Dimensionen. Und das ist vor allem bei denen zu finden, bei euch zu finden. Bei denen, die sich solche Videos angucken. Bei denen, die bei YouTube nach Videos gucken. Die sich Trainingstipps angucken. Das sind meistens schon die Leute, die ein wenig mehr Ehrgeiz haben. Klar, ihr habt schon den Ehrgeiz gehabt, euch im Fitnessstudio anzumelden und ihr geht wahrscheinlich fleißig hin. Das, wo ich meistens für kämpfen muss oder predigen muss, ist eher genau das Gegenteil. Und das kenne ich zu gut von mir selbst. Denn auch ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich habe einen großen Perfektionismus und der hat sich natürlich auch im Bodybuilding immer gezeigt. Und viele Jahre war eine Stimme immer ganz besonders laut. Tu mehr. Mach weiter, schneller. Nimm mehr Gewichte. Trainier öfters. Bleib dran. Wenn du krank bist, trainier trotzdem, du darfst nichts verlieren. Du bist härter als die Krankheit, du besiegst die Krankheit. Hast du nur einen Schnupfen? Geh trotzdem. Fühlst du dich heute schwach? Geh trotzdem. Bist du heute ein bisschen niedergeschlagen seelisch? Ja und? Sei diszipliniert. Geh. Trainier trotzdem, mach den Leg Day. Und wenn du gestern noch, wenn du noch voller Muskelkater bist, der Rücken, Brust, alles, zieh das mit den Beinen durch. Mach weiter, du bist nicht so wie die anderen da draußen. Großer Fehler. Fehler, den ich bereut habe, weil ich körperlich direkt kaputt gegangen bin, darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, was Disziplin ist.
Wisst ihr, was ganz leicht ist? Extreme auszufüllen. Ich gehe nie trainieren. Ich lasse es. Das ist easy. Natürlich, das liegt auf der Hand, nichts zu machen. Wisst ihr, was auch easy ist? Nur eine Regel zu haben. Geh einfach immer. Ich gehe trainieren. Krank? Ich gehe trainieren. Urlaub? Ich gehe trainieren. Muskelkater? Ich gehe trainieren. Das ist ziemlich simpel. Manche können sich dazu nicht überwinden. Andere von euch können sich nicht dazu überwinden, mal 2 Wochen aufzuhören. Das wisst ihr, das gibt's auf beiden Seiten. Seid nicht stolz darauf, dass ihr immer ins Studio geht. Jetzt kommen wir nämlich zu der großen anderen Seite der Disziplin. Zu wissen, wann man es nicht soll. Das setzt natürlich eine Sache voraus und das ist ein anderer Teil der Disziplin, den wir oft überschlagen. Aber ihr geht dem gerade nach, weil ihr habt einen der besten, bildungsreichsten Kanäle hier auf YouTube gefunden und schaut euch dieses Video an. Und zwar Fortbildung. Nicht nur pumpen, schwere Gewichte durch die Gegend schleppen und vielleicht mal bei der Ernährung darauf achten, Proteinshake nach dem Training natürlich und dafür Geld ausgeben, nein, sondern auch lernen. Wie trainiere ich richtig? Vor allem in der Ernährung, da gibt es so viel zu lernen. Den Körper kennenlernen. Damit meine ich nicht nur den menschlichen Körper, indem man sich Bücher durchliest, allgemeine Regeln, sondern auch deinen Körper. Den ganz individuellen Körper, den es einmal nur gibt von 8 Milliarden Menschen. Das alles ist Disziplin. Ein Logbuch vielleicht für Ernährung, für Training. Sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Nicht nur einfach das nächste Simon Teichmann-Video zu sehen und einfach alles anzunehmen. Ist natürlich nichts gegen Simon Teichmann, aber ich meine ja nur, irgendeinen YouTuber sich anschauen und dann ist es so 1:1. Das nicht, irgendein Buch zu lesen, ja, jetzt habe ich ja alles getan. Das nicht. All das gehört nicht zur Disziplin. Zur Disziplin gehört es euch immer weiter fortzubilden, offen zu bleiben. Zu lernen, selbst auszuprobieren. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass man dann mehr Wissen auch weiß und über seinen Körper weiß, wann man nicht trainieren sollte, um... Jetzt kommt es, nicht Pause zu machen, zu wachsen, produktiver zu sein. Ihr wisst wahrscheinlich schon alle, wenn ihr, sagen wir mal, morgens, mittags und abends eine Brusteinheit machen würdet. Und das 7-mal die Woche. Die meisten von euch wissen schon, da würdet ihr nicht weiter vorankommen. Obwohl es ja erstmal logisch klingt. Umso mehr, desto mehr. Macht mehr Brusttraining, also werdet die Brust größer sein. Ihr wisst jetzt schon, wahrscheinlich alle an diesem Punkt, so funktioniert es nicht mit der Biologie, mit unserem Körper. Schön wäre es vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Das Gute ist, das muss nicht sein. Doch wo ist jetzt genau die Grenze zwischen einmal im Jahr trainieren und 3-mal am Tag? Und genau das herauszufinden, ist eure Aufgabe. Nicht nur mit Bildung, Bücher, Körperwissen, menschlichen Kreislaufwissen und so weiter, Ernährung, sondern auch für euch persönlich, was da das Richtige ist. Weil da gibt es einen groben Korridor. Und das Problem, das ich jetzt bei den meisten Leuten sehe, ist, sie können nicht mehr stoppen. Sie machen einfach dieses durch mit dem Kopf durch die Wand und immer trainieren. Zum Beispiel im Urlaub. Da hat man mal nach 6 Monaten durchgehenden Trainieren 2 Wochen Urlaub und man muss natürlich gucken, dass man irgendwo Urlaub macht, wo ein Fitnessstudio ist und dann alle 2 Tage da mindestens hin. TRX-Bänder mitnehmen, Gummibänder mitnehmen, wer weiß, vielleicht auch schon jemand Kurzhanteln mitgenommen hat, keine Ahnung. Das müsst ihr gar nicht. Das ist sogar schlecht, wenn ihr es macht. Und das ist nicht diszipliniert. Wisst ihr, was ich bei solchen Leuten sage? Oder erfahrene Trainer auch. Gott, hat der wenig Disziplin. Klingt erstmal komisch. Da schwitzt jemand, trainiert jemand, geht jemand gerade da durch, wo andere sich nicht zu ringen können. Und 2 andere sitzen da kopfschütteln und sagen, wie kann man nur so wenig Disziplin haben? Oder jemand geht mit einer schnupfenden Nase. Ich fühle mich nicht so gut, aber das Training nehme ich trotzdem noch mit. Da denke ich mir nur auch, wie kann man so wenig Disziplin haben? Junge, du wirst es nie zu irgendwas bringen in dem Bereich. Wenn man sich nicht so wohl fühlt und trotzdem trainieren geht, dann hat das mehrere Gründe, die alle nicht besonders diszipliniert sind oder auf Disziplin schließen lassen. Vielleicht kennt ihr euren Körper nicht gut genug. Spricht einerseits entweder für mangelnde Bildung, ihr wisst gar nicht, was passiert, wenn der Körper gerade krank ist, einen Infekt hat, was er mit dem Immunsystem macht, was er mit eurer Regeneration macht. Die Bildung habt ihr noch bisher verpasst. Keine große Disziplin gewesen. Das hatte ich schon nach einem halben Jahr, diese Bildung. Oder ihr kennt auch euren Körper nicht, ihr hört noch nicht auf euren Körper. Das heißt, ihr habt euch mit eurem eigenen, individuellen Körper noch nie beschäftigt. Wisst ihr, wie er das verkraftet? Es gibt Leute, die sich so damit beschäftigen, dass sie schon im Ansatz wissen, ich werde in 2 Tagen krank. Oder wenn ich jetzt stoppe, dann kann ich das noch verhindern. Oder wenn ich so und so wenig heute getrunken und gegessen habe, dann verschiebe ich lieber die Einheit, auf die ich mich eine Woche gefreut habe, trotzdem auf morgen, weil dann läuft es besser.
das ist nicht Disziplinlosigkeit, das ist maximale Disziplin. Denn er würde um jeden Preis gern trainieren und das kann ich euch aus eigener Hand, aus Erfahrung sagen. Ich will immer mehr trainieren, aber muss mich stoppen. Und so geht es sicherlich vielen von euch. Lernt es, euch zu stoppen. Lernt es, die Disziplin und die Bildung zu haben und die Weisheit zu haben, zu wissen, wann es effektiv ist. Genau auf dem Höhepunkt von allem, von der Ernährung, Vorbereitung, Supplements, alles. Wenn ihr volle Power habt, dann trainiert und dann wird es auch was bringen. Wenn ihr direkt schon am nächsten Tag wieder innerhalb von 12 Stunden nach der krassen Rückeneinheit wieder trainiert, wird es wahrscheinlich weniger bringen. Diese Disziplin zu haben, die muss man sich erarbeiten. Euer Körpergefühl zu haben, so auf euren Körper zu hören, zu wissen, wann er wo was braucht und hat, das ist wahre Kunst. Und Bildung. Und das ist Disziplin. Das, was wir oft nicht als Disziplin sehen auf dem ersten Blick, denn wir sehen nur Disziplin, der tut was. Aber dass man etwas nicht tut und das Disziplin ist, wisst ihr aus vielen anderen Bereichen, ist auch etwas. Nun ja, andere Bereiche von Disziplin haben wir gerade schon geklärt. Ernährung natürlich, die Bildung natürlich. All das gehört zur Disziplin. Und das ist doch mal ein netter Denkanstoß. Stellt euch immer wieder den Typen vor, der sieht, dass jemand schwitzt und trainiert und die härtesten Gewichte nimmt und schreit vor Schmerz und nur denkt, mein Gott, wie kann man so wenig Disziplin haben? Das sind Trainer meistens, die sich auskennen, denn sonst werdet ihr das von keinem hören. Denkt mal darüber nach. Was habt ihr für ein Disziplinproblem? Seid ihr eher diejenigen, die dieses Video finden, das interessiert mich wirklich mal, die denken, oh, ich versuche gerade Motivation zu finden und vielleicht habe ich da jemanden Richtiges auf YouTube gefunden und ein paar andere auch. Ich muss mich irgendwie motivieren, ich habe Schwierigkeiten, eher ins Studio zu gehen, abzunehmen, zuzunehmen, die Ernährung einzuhalten. Oder gehört ihr zu denjenigen, die sagen, ich habe Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Ich bin derjenige, der auch im Urlaub direkt denkt, oh mein Gott, ich kann nicht trainieren und wahnsinnig wird, der psychisch schon so darunter leidet. Der sieht, dass wenn der Arm im Spiegel so ein bisschen vielleicht nicht ganz so gut aussieht heute, der direkt ein schlechtes Gewissen bekommt. Der mit Schnupfen auch trainieren geht und so weiter. Gehört ihr dazu? Mich würde auch mal sehr interessieren, wie das prozentual verteilt ist. Vielleicht mache ich mal eine schöne Umfrage auf Instagram. Folgt mir gerne auf Instagram. Wenn euch so etwas gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wozu ihr gehört. Und dann sehen wir uns fürs nächste Video wieder. Hit the Abo-Button. Macht's gut, euer Gotti. Bis bald.